die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wie ihr seht, stehe ich gerade im Badezimmer. Ich bin nämlich gerade, habe einen richtigen krassen Putzfimmel. Der Papa und der Patrick sind noch Lebensmittel einkaufen. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr so wirklich die Lust mitzugehen. Deswegen gehen jetzt immer die zwei alleine einkaufen. Und ich habe mir gedacht, komm, ich nehme euch heute wieder mit, weil wir sind ja fast fertig mit unserem Wohnzimmer. Also wir sind mit dem Ausmalen fertig. Ihr habt ja gesehen, dass diesen letzten Male auch ein bisschen schon ausgeräumt wurde. Und tatsächlich hat der Papa jetzt fertig ausgemalt. Wie ihr seht, ist alles weiß. Wir haben auch ein neues Licht dran. Aber sonst ist noch nichts fertig. Also wir haben noch nicht aufgeräumt und geputzt und alles zurückgeräumt. Also das ganze Wohnzimmer ist eigentlich noch fast wieder, also noch leer sozusagen. Und ja, dabei nehme ich euch heute dann mit. Aber bis der Papa zurückkommt, habe ich mir gedacht, fange ich mal mit dem Badezimmer hier an und habe schon die Toilette geputzt und so weiter. Und werde mich mal hier weiter ans Werk machen. So, meine Lieben, ich bin fertig mit dem Badezimmer. Ich habe jetzt auch gleich meine Pinselchen gewaschen. Und der Papa ist auch mittlerweile schon wieder vom Einkaufen zurück mit dem Patrick. Und wir machen uns jetzt gleich ans Wohnzimmer. Wie man hört, hat der Papa schon mit dem Staubsaugen angefangen. Der Patrick geht jetzt schnell Gassi mit den Hunden. Und es ist schon wieder ein bisschen dunkel geworden. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns ums Wohnzimmer kümmern. Die Bilder aufhängen, alles wieder hertragen. Ich freue mich. Boden waschen, Staubsaugen, dies, das. Ist genug zu tun. So, an mir liegt jetzt hier diese ganze Farbe hier wegzuwaschen. Und der Papa macht wieder alles kaputt, oder was? Was machst du mit dem Hammer? Glaube ich auch. Diese Kisten müssen wir auch endlich mal in den Dachboden bringen. Das wäre heute ein guter Tag, um damit zu beginnen, oder? Die ganzen Erinnerungskisten der Kinder. Ja. Was machst du da mit dem Hammer? Achso, da wo unsere... Naja, stimmt, da hatten wir auch Bilder. Ich kenne mich nicht. Aber woher weißt du, wo die waren? Ich kann sie nicht. So, und jetzt kommt der lustige Part, und zwar nämlich die Bilder. Wir haben nämlich neue Bilder bestellt bei Desenio. Wir haben ja hier unsere grün-bläulichen, kennt ihr vielleicht noch, diese. Und da haben wir gesagt, ja, wir haben uns ein bisschen satt an denen gesehen und haben jetzt mal wieder neue Bilder fürs Wohnzimmer. Der Papa, der macht die gerade alle rein. Und das ist schon mal eins von den großen. Und hier sind dann... Ja, damit es nicht gekratzt wird, ne? Ach so? Sehr schön. Und hier sind dann die Bilder drinnen. Also ist so. Die kommen jetzt in so einem großen, wie heißt in so einer Mappe geliefert. Und das ist voll praktisch, weil wir werden dann unsere alten Bilder dann hier reingeben. Ah, fürs Büro haben wir ja auch neue Bilder, das habe ich ja komplett verschwitzt. So, und wir werden jetzt auf jeden Fall mal alle Bilder in unsere Rahmen reingeben und zeigen euch dann anschließend, wie das Ganze ausschaut.
So, meine Lieben, jetzt haben wir alle Bilder, also alle neuen Bilder in den Rahmen reingelegt. Und jetzt geht's ans Aufhängen, beziehungsweise ans Hinstellen, wie wir was machen. Ja. Genau. Was? Ja. Genau, richtig, ja. Wir haben ja noch, also wir haben genau diese Wand so gelassen, sozusagen wie sie war. Nur wir haben sie um zwei große Bilder ergänzt. Und vier von diesen Bildern sind für mein Büro die Blumen. Die kommen dann bei mir ins Büro. Ich brauche ein Hammer. Ein Hammer. Ein Hammer und ein oder zwei Nägel. Drei brauchst du. Fürs kleine Bild und für die zwei großen. Das ist auch für mein Büro. Und das ist auch für mein Büro. So, der Rest, die, wo sie hier sind, die kommen dann alle hier rauf. Warte kurz, danke schön. Machst du zuerst das Kleine ran, oder? Und dann die Große. Mal mit der Hammer in der Hand. Aber 50, 70 kommen ganz nach außen, gell? Ja. Ja, mach mal. Mach, vielleicht Heißluftballon? Na, mach lieber das. Nein, ich würde lieber den Strand. Wo? Da links davon. Hier links jetzt. Oder da unten? Oben. Na, unten. Oh, ja. Ja, unten. Heißluftballon nach oben. Wo, links? Ja. Du mal so lange herum, bis es passt. Oh mein Gott, gebt euch bitte das. Wie cool schaut das aus? Ich meine, wer kann sich noch erinnern? Früher hatten wir das ohne die großen Bilder und jetzt ist es einfach über die ganze, oder fast über die ganze Breite. Dann schaut es richtig cool aus, oder? Oh mein Gott. Ja, wie ihr seht, haben wir uns für etwas hellere Farben entschieden. Auch ein bisschen Sommer und Strand, weil wir einfach den Strand lieben. Egal welche Jahreszeit. Ich brauchte einfach was. Ja, was Helles, weil wir haben ja dieses Blau-Grüne gehabt und ich habe mich an dem einfach satt gesehen. Das haben wir jetzt hier alles verstaut, das kommt ja jetzt gut verpackt weg und ja, wie schön ist das denn? Oh mein Gott, schaut euch das an. Schon so schön aus. Ja, voll schön. Also ich bin mega begeistert, wie das ausschaut. Also vor allem da wir es ja auch, wir haben eigentlich das Ganze so gelassen, wie wir es schon mal aufgestellt hatten. Und eigentlich dann nur mehr um die zwei großen ergänzt, wie ihr sehen könnt. Und es wirkt komplett anders. Und mit der neuen Wandfarbe, mit dem Weiß, finde ich, das fetzt richtig, oder? Und zur Feier der Black Week habe ich natürlich auch einen Rabattcode für euch bekommen. Und zwar könnt ihr mit Diana40 40% auf die Poster sparen. Also nur auf die Poster, nicht auf die Rahmen und auch nicht auf die Handpicked Poster. Genauso wie auf die personalisierten Poster gilt es auch nicht, aber auf alle Poster gilt der 40% Rabattcode. Ich werde euch den Link von der Webseite auch natürlich unten in die Infobox reinpacken. Schaut auf jeden Fall vorbei, der ist nämlich nicht so lange gültig. Also ab heute, ab dem 24., 25. und 26. Und dann gilt er nicht mehr. Also vorbeischauen lohnt sich, falls ihr eventuell auch plant, umzugestalten, umzudekorieren, irgendwas. Ich finde, das sind ja einfach die wunderschönsten Poster für alle Launen, für alle ja, Inneneinrichtungen. Ich finde es einfach, man findet immer wirklich was Schönes. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. 40% ist wirklich ein mega krasser Rabatt. Wie gesagt, unter der Infobox ist alles nochmal reingeschrieben und auch der Link. Da kommt ihr dann direkt hin. Und ich bin so geflasht, dass es so groß ist und so schön. Der Papa ist jetzt in der Küche am Werkeln, wenn er schon die ganzen Werkzeuge rum hat. Tauschen wir gleich auch hier eine neue Lampe aus. Das ist dann diese hier. Da sind zwei Löcher gebohrt. Und ja, da ist auf jeden Fall ein richtig cooles Licht. So ein bisschen, also so kälter und so. Für die Kochvideos, die wir immer hier drehen, das ist eigentlich super praktisch. Ah, und ich wollte euch ja noch im Wohnzimmer das Licht zeigen. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Weil das kann man schon richtig gut einstellen. Also aktuell habe ich es auf kalt-weiß gelassen. Okay. No. Braucht die Kamera ein bisschen. So, jetzt geht's. Also aktuell, wir haben hier auch eine neue Leuchte.
Und ich habe es auf kaltweiß gelassen. Wir haben so eine Fernbedienung dabei und da kann man so krasse Sachen einstellen, so wie das hier. Ach, cool, oder? Es geht aber auch. Das ist jetzt. Was ist das jetzt? Das ist gelblicheres Licht. Aber auch gut, oder? Das ist sogar fast besser zum Vloggen. Stimmt. Das ist ja noch besser zum Vloggen. Das ist smooth. Das ist ja noch, also das ist nicht so kellerweiß, nicht so kaltweiß, aber dafür richtig gut. Das schmeichelt auf jeden Fall viel mehr der Haut. Kann man das noch so machen? Kriegt ihr eine Lichtershow von mir? Dann gibt es das auch in krass. Oder? Das ist für den Abend. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Licht auch in der Küche, weil wir da unsere Kochvideos und so weiter drehen und das ist dann immer ziemlich cool, wenn man dann so ein kaltes Licht zum Drehen hat. Jawohl. Und fertig ist das neue Licht. Ihr könnt es leider nicht so gut sehen, aber es hat so einen schönen Glitzer-Effekt. Ich fand es richtig schwindelig, wenn ich nur ins Licht reinschaue. Es ist so cool, das Licht. Es ist, wir haben jetzt gleich wieder eher gelberes Licht. Papa, bitte. Ja, sehr gut. Das ist jetzt kaltweißes Licht, gelbes Licht. Ja, wir haben jetzt richtig krasses Licht in der Küche. Da kann man gute Videos drehen ohne Licht. Jetzt werden wir noch die Küche schnell ein bisschen aufräumen, weil die schaut furchtbar jetzt aus. Also Papa sich nämlich hier mit seinem ganzen Werkzeugraffel ausgebreitet. Papa? Geh, Mama, bitte. What's this? Was? So, meine Lieben, langsam ist hier Endspurt im Aufräumen. Wir haben jetzt wirklich noch alles weggeräumt. Also die Küche ist super aufgeräumt und ich habe mir jetzt meinen Kübel hier bereitgelegt, damit ich gleich mal Boden waschen kann. Weil das sind noch so ein paar Spritzer vom Ausmalen. Papa kocht und dann werden wir was essen und einen schönen Abend ausklingen lassen. Bin super kaputt, ey. So, meine Lieben, ich habe jetzt im Wohnzimmer und noch im Badezimmer habe ich schon noch schnell gewischt. Vor mir ist ein bisschen schwindelig jetzt. Und jetzt ist mal Ruhe. Also ich wollte noch in der Küche, aber da der Papa ja jetzt kocht, mache ich das dann morgen oder so. Und ja, der Papa kocht gerade Fleischbällchen, also faschierte Leibchen, würden wir in Österreich sagen. Und sonst nichts, oder? Keine Beilage. Die Kinder essen ja fast keine Beilage. Ja, und unsere Kinder, die essen fast keine Kartoffeln oder irgendwas und bin so richtig müde. Ja. Wir waren auch wirklich fleißig die letzten Tage ausmalen, dies, das, putzen heute. Jetzt können wir uns eine Massage von wem? Von wem? Du, mir und ich dir. Na, ich bin richtig kaputt, das war mein Bauch spannend, richtig. Die Kamera hat sich jetzt selber ausgeschaltet, also es war Akku leer. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ins Wohnzimmer gehen und mich ein bisschen, ich glaube, an die Wäsche machen und Fernsehen. Aber ich muss auch ein bisschen Wäsche falten, weil der Papa, der hat jetzt wieder gewaschen. Und bei uns ist das so, wenn der Papa sich einen Wäschedienst dran macht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er 5 oder 6 Waschmaschinen hintereinander wäscht. Ich komme immer danach, wenn alle schlafen und hole mir Klamotten aus dem Schrank raus und denke mal, was könnte ich morgen waschen? Ich glaube, den dritten Fach nehmen wir komplett raus und schmeißen wir in die Waschmaschine rein. Ich verstehe nicht, wie du das schaffst, wenn ich wasche 1, 2 Waschmaschinen. Ja, weil du machst immer auf den Wäschekorb und da passt noch mehr rein. Das stimmt. Nee, das ist eine Lüge. Und dann eine Schicht Salz drauf. Nein, aber... Lüge. Und der Berg wächst immer höher und immer mehr. Gar nicht wahr. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein bisschen Wäsche falten gehen. Weil sonst können wir... Wenn du Unterstützung brauchst, nehmen sie. Was soll ich mit dir da? Was soll ich mit dir da? Die geht doch gar nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich den Patrick raufholen. Und fragen, ob er mir hilft. Die kaputt? Ah, ich auch. Na gut, mein Lieb. Da will jemand auch ins Video. Möchtest du ins Video? Wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden, oder Emmy? Sagst du Tschüss? Oder auch nicht. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden und wir sehen uns dann die nächsten Tage ganz bald wieder.
ein bisschen noch und dann fangen schon unsere Weihnachtsvideos an. Oh mein Gott, wir müssen noch dekorieren. Egal, auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal.